Die Thüringer Schildtaube mit gelben Flügeln und den Thüringer Brüster mit blauem Kopf hat Gerhard Weider, der deutsche Meister im Taubenzüchten, in seinem Schlag. Und mit denen hat er schon etliche Preise gewonnen. Dort war die Champion-Taube 2002 auf der Ausstellung, wo nur Thüringer Farbtauben da waren. Und die wurde bei den Schildtauben, die in 22 verschiedenen Farbschlägen sind, wurde die als Beste gekürt. 80 Vögel besitzt der Rekruder, der genau weiß, worauf die Richter bei der Bewertung achten. Die werden dann so, zählt er die durch, das dürfen keine 13 sein und keine 11. Die Taube darf keine bunten Federn haben, sondern sie muss sauber sein. Auch unterm Flügel. Dann die Herzfedern, so bei dieser Taube, die sind jetzt halt nicht sauber. Das muss dann geputzt werden. Die wird dann mit dem Scherchen wieder rausgeputzt, damit das ein richtiges Herz gibt. Bei der Rasse des Thüringer Brüsters spielt die Farbe und Form des Kopfes mit der Spitzkante eine große Rolle. Das ist die Spitzkappe bei der Brüstertaube. Dann die Brust und der Kopf eine gleichmäßige Farbe. Sein Wissen über Tauben und Vögel hat sich Gerhard Weider selbst durch Bücher und Zeitschriften angeeignet. Und das gibt er gerne weiter. V-Ei, dann haben wir auch Wachteleier. Wachtelei, dann haben wir von Perlhuhn. Aber die meisten Eier, die der Rekruder besitzt, sind Taubeneier und aus denen schlüpft, wenn auch noch etwas kahl, der Nachwuchs seiner Zucht.